Sehr gut, wie Elecke da den Körper reinstellt. Wotza. Schürpf. Allem proaktiven Spielen, bei allem gestalten wollen. Da schleichen sich immer wieder gröbere Fehler ein. Schürpf. Siedler. Und Ode, der ist richtig gut drauf heute. Versucht jede noch so kleine Möglichkeit zum Durchbruch zu nützen. Der FCL empfängt am Sonntag um die gleiche Uhrzeit wie heute zu Hause den FCZ. Wotza. Über die rechte Seite, viel Platz für Greta. Masciangelo. Und vorne Demaschai, ganz alleine gegen Yao. Schkelcim Demaschai. Vargas. Aber sehr gut gemacht von Kablon. Allerdings nur von kurzer Dauer. Schneuli auf und davon. Und der hat etwas Ähnliches erwartet Gerardo Seoane am heutigen Abend. Das ist Civrilson. Räume entstehen für die konterstarken Luzerner. Auch das ist ganz sicherlich eine Folge des Göpp-Viertelfinalspiels. Vargas, Eleke, kein Offside, Blessing Eleke. Fehler von Neitzke. Der Innenverteidiger des FC Sion, dann Schwegler, das ist gut gespielt, da ist Schürpf und da ist der Out. Schickt Vargas auf die Reise. Auch bei den Luzernern haben die beiden Flügelspieler unterhaltsam und absolut offen. Siedler auf Eleke, Schürpf und ein Cheftrainer auf Augenhöhe als Konkurrent Thomas Eberlin und Marcel Koller. Ein Spieler sein, der den FC Basel weiterbringt, auf den der FC Basel setzen muss. Nach seiner langen Verletzungsgeschichte. Also auch die Wahl von Marcel Koller, seine beiden Innenverteidiger mit Suchi und Tschömer zu besetzen, hat sich bisher ausbezahlt. Hatte ja die Qual der Wahl. Angenehm Position, die tief stehen zu können, die Räume eng zu machen und auf Konter zu lauern. Wie hier, allerdings nicht gut gespielt von Vargas. Dieses Quartett hat nicht ganz die Hälfte der aller GC-Tore erzielt. Einen ersten Fehlpass.
de contre, même si, voilà, vous l'a dit, le bloc lucernois a resté très très bas. Et ouais, Stefanovic un petit peu fatigué maintenant, c'est normal avec tous les efforts qu'on sentit Vargas. Alors, voilà, l'égalisation elle est plus qu'heureuse. Nouveau garçon de 2000 hein, qui rentre, occasion de féliciter l'Académie hein, du Servette qui a produit tant de bons joueurs et qui continue. Heruntergenommen und das ist die nächste Top-Chance und diesmal geschieht das Tor. Eins. Nachdenkliche Fans der St. Gallen, geht da noch was in den letzten 10 Minuten? Das auf alle Fälle war ein grottenschlechter Pass, der fast Konsequenzen gehabt hätte.